Die Deutsche Schule Guayaquil ist eine von 140 Auslandsschulen, die von der Zentralstelle fürs Auslandsschulwesen weltweit finanziell und personell unterstützt werden. Was wollen wir, was ist unser Ziel? Mit unserer interkulturellen Erziehung wollen wir unsere Schüler auf ihrem Weg zu weltoffenen Bürgern begleiten. Tolerant, kritisch, sozial engagiert, mit Wissen, aber auch in der Lage jederzeit nach Informationen zu suchen und das zu bekommen, was sie brauchen. Vorbereitet auf die Berufswelt, auf das Studium, auf das, was sie nach der Schule außerhalb erwartet. Hier im Kindergarten in der Deutschen Schule in Guayaquil haben wir 15 Kindergartengruppen. Wir haben altersgemischte Gruppen, das heißt, wir haben Kinder von 3 Jahren bis 6 Jahren zusammen in einer Gruppe. Die haben alle gemeinsamen Aktivitäten zusammen. Wir haben hier beispielsweise also Schwimmunterricht, wir haben Sport, wir haben Musik und alles wird gemeinsam gelernt. Außerdem haben wir eine Kinderkrippengruppe, das ist unser Herzstück. Da haben wir 12 Kinder im Alter von 1,5 bis maximal 3 Jahren. Die werden auch von 2 Erzieherinnen betreut. Und sind hier von allen heiß begehrt und beliebt im Kindergarten. Als ich hierher kam, um an der Deutschen Schule Guayaquil zu arbeiten, war natürlich das Schönste für mich, glaube ich, der Arbeitsort. Also es ist Arbeiten unter tropischen Bedingungen. Das war für mich einfach das Schönste, dass man so arbeiten kann. Ich gehe raus aus dem Büro und es ist einfach eine unglaublich schöne Umgebung. Die Leute sind sehr nett, also ich wurde herzlich aufgenommen. Man hatte nicht das Gefühl, alleine zu sein. Die Arbeitsstimmung, das Klima ist super schön, super angenehm. Es ist wie eine kleine Familie hier in der Deutschen Schule. Ja gut, wir versuchen, wenn dann neue Lehrer kommen, dass ein reger Austausch stattfindet mit den äquatorianischen Kollegen, damit die Methoden oder die Arbeitsformen, die man in Deutschland anwendet in der Grundschule. Bikulturell unterrichten bedeutet für mich eine persönliche große Bereicherung. Es gibt viele Methoden und viele Arten zu unterrichten in Lateinamerika, die auch für deutsche Lehrer wichtig sind. Die Offenheit zu den Kindern, die Art zu sprechen. Es gibt viel Wert darauf gesetzt, auf Disziplin in Lateinamerika. Also all diese Elemente zusammen mit der typischen deutschen Unterrichtsform machen eine tolle Zusammensetzung, wirklich ein toller Unterricht. Als es mein Traum war, als Biologiestudentin nach Galapagos zu gehen, um dort zu arbeiten, ich erfüllte mir diesen Traum und traf da meinen Mann oder heute meinen heutigen Mann, die Liebe meines Lebens. Kurze Zeit später wurde unser Kind geboren, Cristobal. Den haben wir nach der Insel meines Mannes genannt, weil mein Mann kommt von San Cristobal auf Galapagos. Sozusagen als Krönung unserer Liebe, dieses gemeinsame Kind. Seit einem Jahr bin ich die Mittelstufenleitung an der deutschen Schule mit den Klassenstufen 5 bis 9 oder im ecuadorianischen System 6 bis 10. Was mir am besten an Ecuador gefällt, wenn ich so darüber nachdenke, ist die Lebensfreude der Menschen. Man kann hier in die ärmsten Gebiete gehen, man spürt immer eine Lebensfreude in den Menschen. Es wird immer getanzt, es gibt immer Musik und man spürt immer so eine gewisse Gelassenheit. An der Deutschen Schule in Guayaquil bieten wir das gemischtsprachige internationale Abitur an. Das ermöglicht unseren Schülern, direkt an die deutschen Hochschulen zu gehen. Sie erhalten eine Naturwissenschaft und eine Gesellschaftswissenschaft neben Deutsch auf Deutsch. Und das macht dieses Programm sehr anspruchsvoll für unsere Schüler und ist eine große Herausforderung. Also, was ich am meisten an der Schule wertschätze, ist, dass wir ein sehr junges, freundliches Team sind, dass die Schule sich bewegt, dass wir ständig irgendwelche tollen, innovativen Ideen haben und versuchen, die umzusetzen, dass wir diskutieren können zusammen, dass wir
unterschiedliche Ideen haben und dann, und dann aber trotzdem zusammen lachen können und uns auch freuen können. Was ich dran schätze als Mutter, ich hab auch zwei Kinder hier, was ich da schätze ist an der Schule, dass sie versuchen, die zwei Kulturen Deutschlands und Ecuador zusammenzubringen. Zum Beispiel ist meine Tochter gerade eingeschult worden mit einer Zuckertüte oder es findet ein Laternenfest statt im November oder im Februar feiern wir hier den Karneval. Ich habe zwei kleine Kinder, die sind jetzt 6 und 3 Jahre alt, sind also schon seit 3 Jahren hier auf dem Colegio im Kindergarten. Und es gibt Musikklassen, viele Sportangebote, einmal die Woche Schwimmklassen. Das hat man in Deutschland nicht. Ja. Meine Kinder sind 3 und 6 und können schwimmen wie Erwachsene. Was sind Latinos? Latinos sind immer am Reden mit den Händen. Sie sind sehr freundlich und offen, schließen einen ins Herz. Und ich denke, so hier kann man durchaus Freundschaften finden, die dein ganzes Leben halten. Ich bin hier für das Fach Geschichte zuständig. Ich habe die letzten 3 Klassen, die zu unserem Abschluss führen, also Batch 1, 2 und 3. Und mit der 3. Klasse entlassen wir die Schüler dann ins Leben. Die Schüler sind unterschiedlich. Die Schüler sind anders als in Deutschland. Da musste ich mich erst mal dran gewöhnen, aber auf eine positive Art und Weise. Man wird hier manchmal in den Arm genommen von den Schülern. Die Schüler haben auch mehr, wie soll ich sagen, mehr Humor. Also es wird mehr gelacht in der Klasse. Eigentlich ohne Humor, ja, geht's schon, aber mit Humor geht's viel besser. Das ist eigentlich so der größte Unterschied, der mir hier auffällt. Man ist mehr, ja, man arbeitet mehr zusammen und man lacht auch zusammen. Es hat tatsächlich mehr was von an der deutschen Schule, mehr was von so einer Familie, muss man schon sagen. Also wir freuen uns jedes Jahr, neue Deutschkollegen in der Schule empfangen zu können. Meine Aufgabe ist es, Ihnen sowohl im schulischen Bereich wie auch privat bei der Eingewöhnung zu helfen. Wir bieten eine wunderschöne Anlage. Unsere Schule hat wahnsinnig viel Grün, ein sehr nettes Kollegium und wir hoffen auf jeden Fall, dass sich alle Kollegen hier wohlfühlen. Was ist das Besondere, hier an der Schule zu arbeiten? Letztendlich ist es das Gemeinsame. Hier steht der eine für den anderen ein, wir unterstützen uns. Deutsche, ecuadorianische Kollegen tauschen sich aus. Mit allen gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten, an der Bildung, ich glaube, das ist das ganz Besondere, weil man sich immer auf den anderen verlassen kann. Für mich persönlich ist es wie eine große Familie. Man kommt hier rein, man kennt alle, man freut sich, die Leute zu sehen und man weiß, man ist nicht allein. Thank you.